Metall sortieren und das war übelst laut. Sortierplatz. Auf dem Sortierplatz wirst du Elemente sortieren, die du vom Schiff zurückgewonnen hast. Damit wirst du die Möglichkeit haben, bestimmte Materialien im Laden zu verkaufen oder sie in der Werkstatt zu verwenden. Um die Gegenstände effizient zu sortieren, stell dir sicher, dass sie sich in passenden Behältern befinden. Wenn du die Gegenstände effizient sortierst, wirst du zusätzliches Geld bekommen. Den Prozess kannst du mit einem Boost beschleunigen. Das ist der Energy Drink von Edeka, ne? Ja, mit Anime Japanisch lernen ist jetzt nicht so eine geile Idee. Stimmt, du hast gesagt, in Animes werden Wörter benutzt, die im Japanischen normalerweise nicht benutzt werden. Das Horn? Das ist die Hupe für diesen Truck? Ja. Booster war davon Netto. Netto gehört zu Edeka. Ich glaube, beide haben das, ne? Selbstversuche. Self-try? Ich meine, ich glaube, ich weiß, was sie damit meinen. Wenn das minus 10% Ressourcen sind, meinen die damit, dass es wahrscheinlich automatisch ist, dass du nichts zu tun hast. Aber aus welchem Wort haben die Selbstversuche gemacht? Selbstversuche. Also ganz ehrlich, das ist für mich nicht einmal mehr. Ich glaube, die ganzen Indie-Entwickler, ich glaube, die ganzen Indie-Entwickler haben ein eigenes Übersetzungstool. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das heutzutage noch bei Google rauskommt. Bei Google Translate. Kann ich mir absolut nicht vorstellen, dass das noch so rauskommt. Das hat für mich ja jegliche Bedeutung verloren. Was ist Selbstversuche? Ich kann es nicht mal zurück übersetzen. Um zu verstehen, wie die darauf gekommen sind. Das ist mir zu wild. Okay. Ah, Container links und rechts drehen. D drücken für Container rechts drehen. Okay, ich hab's begriffen. Und es ist leise tatsächlich. Nicht so laut, wie ich es aus den Streams her kenne. Retry. Aber wie kommt ihr denn auf selbst? Self-Attempt. Ist Attempt Versuch? Das könnte natürlich sein. Ja, wir haben ein bisschen Mist gebaut. Aber ich erstmal gucken musste, wie das geht. Ich kann es erneut sortieren. Insgesamt verpasst 3, das ist mir ganz egal. Bist du sicher? Wenn du gehst, ohne fehlende Gegenstände zu sortieren, verlierst du 50% der fehlenden Gegenstände. Die fehlen, also, das ist maximal 2. Nee, verlassen. So, Einführungskurs.
Verkaufe die sortierten Materialien im Laden. Welcher Laden? Achso. Also für A1 kannst du dir auf Steam Shashingo Undam Smartphone Duolingo holen. Ach, meine Fresse. Das Wort allein ist ja schon, der Name allein ist ja schon ein Sprachfehler. Drücke E für Laden öffnen. Im Laden kannst du Teile verkaufen, die bereits aus dem Schiff sortiert wurden. Damit kannst du größere Schiffe oder Upgrades für deine Werkzeuge kaufen. Drücke E, um zu öffnen. Namaste, my friend. Namaste. Ist es ein indischer Entwickler? Ich verkaufe alles. Ne, warte mal, der will bloß, dass ich... Stopp, was willst du? Du willst, dass ich ein Kilo Materialien verkaufe. Ich habe 852. Wiki mit L öffnen. Ah, okay. Wieso legt man denn das Wiki auf L? Und hallo Eschi. Wieso legt man denn ein Wiki auf L? Oh, ich habe auch irgendwie Halsschmerzen. Auch nur wenn ich gähne. Und ich gähne öfters jetzt. Congratulations. You own Scrapyard. Also, das erste, was wir tun, ist, wir gehen in unser Büro, wenn ich das wieder finde. Sehe ich das auf einer Map? Wir haben keine Map. Ist das hier mein Zuhause? Hier ist so ein halber Computer angezeigt, ne? Ach, da ist jetzt ein Bett drauf. Das ist ein Laptop mit einem Bett drauf. Geil. Log? Log könnte tatsächlich sein, ja. Tatsächlich. Das klingt logisch. Lernbuch ist ja fast Log, ne? So, kann ich hier... Nee, wo kann ich denn mein Zeug aufwerten? Ich will kein anderes Schiff. Ich möchte mein Zeug aufwerten. Ich möchte wissen, wie das geht, wo das geht. Kann man das auch bei dem hier machen? Wo wir verkaufen sollten? Da hat er ja geschrieben, dass man... Oh, das ist... Ah, hier daneben, gucke mal. Werkzeugladen. In der Werkzeugwerkstatt kannst du die notwendigen Entwürfe kaufen, um deine Werkzeuge für eine effizientere Demontage des Schiffs zu verbessern. Okay, aber scheinbar muss ich hier nicht mehr irgendwelche Öfen bauen und Metalle mischen, oder mal hoffe ich, um irgendwas zu bauen, wie im ersten Teil. Hello, kya aap tools kharidna chahte hain? Okay, das ist definitiv ist das irgendwie alles indisch. Ich weiß, was bei Halsschmerzen hilft. Lexikon. Lehramt für Ship Wavium Simulator. Ja, wir haben ja aber keine Schulung bekommen, ne? Okay, also, wir können den Hammer verbessern. Den können wir tatsächlich jetzt schon verbessern, ne? Stufe 2. Schaden von 2,5 auf 3,5. Aber Kapazität. Da brauchen wir gar nichts. Einfach nur Geld. $4. Easy. Was kostet jetzt? 20. Ah. Handschuhe? Geschwindigkeit beim Aufheben. Ich denke, die $4-Dinger, die können wir, glaube ich, alle nehmen. Hä? Kran haben wir nicht. Hier, Seilentwürfe. Wofür auch immer. Zack, $4. Lötlampe. Mehr Schaden ist natürlich auch mehr Schaden. Okay, die also Stufe 1 Dinger können wir alle machen. Aber ich sehe noch nicht, dass wir irgendwo
Material brauchen. Dann kann ich doch alles verkaufen, oder? Oder kommt das erst später? So ein Pons Japanisch Schulbuch. Schuldbuch. Schuldbuch. Japaner sind schuld. Okay, ich nehme jetzt noch den Hammer. Für 20 Ocken. Dann gehen wir hier rüber. Die Verträge waren dann für das jeweilige Schiff. Die gab es nicht extra, nehme ich an. Ah, eh. Nee, die waren für das extra Schiff. First Steps. Das würde 1200 kosten, sehe ich das richtig? Ja, dann muss ich beim First Schiff noch... Okay, ja, ich sehe schon. Ich verkaufe einfach mal alles, was ich habe. Vielleicht kriegen wir da ein bisschen Geld zusammen. Max. Ach du meine Güte, ist das euer Ernst? Ich habe jetzt 107 Dollar bekommen. Das kleine Schiff kostet 1200, oder? Oder es gibt noch andere. Warte. 1000, 1500, 2000. Ach so, warte. Ah, wait a minute. Guck mal, hier gibt es doch viel mehr. Für 10 Dollar können wir uns eins holen. Können wir das zum Schrott bringen? Achtung, willst du das Schiff wirklich verkaufen? Ja, bringt das Geld? Oh. Naja, ich denke, auf B1 kann man eventuell auch durch Fernsehgucken kommen, aber C1 wird dann richtig übel. Er lernt schon Japanisch. Das ist unmöglich, Japanisch zu lernen. Kunststoff 80 Kilo und eine Toilette will er haben. Potenzielle Ressourcenwerte 220. Ja. Ich weiß gar nicht, gibt es ein Achievement, wenn man... Im ersten Teil gab es ja Achievements für jedes Schiff, was du komplett auseinandergenommen hast. Wo einiges buggy war. Schaltet das Gas zum ersten Mal aus. Beende die Aufgabe auf dem Schiff Green Wax. Okay, wir müssen bloß die Aufgaben beenden. Scheinbar. Da müssen wir trotzdem jedes Teil nehmen, ne? Ich kaufe das Ding jetzt. Für einen Zehner. So, das ist jetzt die Mad Sea. Ich bin jetzt so zwischen B1 und B2, habe dieses ABC-System nie gerafft. So, ich habe jetzt aber noch 90 Dollar übrig. Da können wir sicher noch was draus machen, ne? Den Hammer hat man schon. Wir versuchen... Ich nehme auch noch halt Truhe. Truhe ist Gewicht, ne? Genau. Ich glaube, das ist immer ganz wichtig. Geschwindigkeit aufheben. Seil und Kran haben wir jetzt noch nicht. Die Säge. Das ist ein bisschen wenig, was du dafür kriegst. Aber bei beiden so. Oh ja, Hammer. Hammer wäre... Okay, komm. Wir spezialisieren uns auf 1 und nehmen jetzt noch die Säge mit. Mehr Geld brauchen wir nicht. Ja, Hammer nicht. So, wo ist mein... Da hinten. Wo ist hier der Eingang? Hier hinten. Lalalalalalalala. Hi! I take the hammer. No, I taking this and this and this and put it in this. Now we talking. Ich denke, mein Hammer ist stärker geworden. Ich brauche immer noch 4 Schläge. Hä?
Hä? Habe ich hier Licht? Nee, mit L war ja Dings, ja. Warte mal, steht das vielleicht da? Wait, what? Scan-Modus? Drücke U für Scan-Modus. Im Scan-Modus kannst du Schiffselemente analysieren und ihren Typ identifizieren. Diese Informationen können dir helfen, Verträge abzuschließen und bestimmte Materialien leichter finden. Oh, wait, warte mal. Ich hab. Ich glaube, ich weiß, wie das mit den Up oder was, warum die Upgrades. Oh mein Gott. Da steht doch was von Blueprints. Ich kaufe bloß die Blueprints. Upgraden muss ich selber, oder? Was ist denn das eigentlich noch für ein Laden? Nein. In der Werkstatt kannst du die gekauften Schemas verwenden. Nein, ich wusste es. Fast. Oh mein Gott. Shubhprabhat, my friend. Gesperrt. Ich muss die mal erst. Okay, was ist das hier? Steht es zufällig da? Erforderliche Materialien. Nichtmetalle, Metalle und Geld. Kostet auch noch Geld. Okay. Aber wir müssen es sortieren, müssen wir es so oder so. Das heißt, wir bringen ja erstmal eine schöne Fuge da rein und dann upgraden wir das Ganze. Oh, hier hätte ich auch reingekonnt. Eine Toilette sollen wir doch abliefern, oder? Ich kann immer noch nur 60 Kilo aufheben. Das heißt, das Upgrade müssen wir auch noch kaufen. Bauen. 59, okay. Haben wir einen Vertrag schon erledigt, oder? Toilette ist drin. A ist Beginner, B ist, du bist mit der Sprache grob vertraut und C, du kannst dich ohne Hindernisse in der Sprache bewegen. Also dein Englisch wäre B2. Deine Deutschkenntnisse wären C1. Ich komme aus Mannheim. Hier kann keiner Deutsch auf C-Niveau. C2 könnte ich mal Deutsch, was soll denn das heißen? Ich bin stolz, C2 zu können. Ich kann Ostdeutsch. Z1. So, kann ich eigentlich verletzt werden? Kran und Walkie-Talkie. Das haben wir, glaube ich, in der Demo damals auch gemacht oder im Prolog. Manche Gegenstände sind zu schwer, um sie selbst aus dem Schiff zu holen. Benutze einen Kran, um den Gegenstand direkt zum Sortierplatz zu bringen. Verwende dazu ein Walkie-Talkie,
auf den Gegenstand, den du loswerden willst. Für Gegenstände, die mit einem Kran sortiert werden, erhältst du eine große Menge an Ressourcen. Das ist gut. Aber wie kommst du darauf? Noch habe ich doch nichts. Das ist, glaube ich, ein Job für Lötkolben-Man. Das klang gefährlich. Das Teil liegt irgendwie 5 Kilo. Ja, das ist eine gute Idee, die einfach herkommt. Ja, man sagt ja immer, man soll nicht den Ast absägen, auf dem man sitzt. Stand nirgendwo da, dass du nicht den Ast absägen sollst, unter dem du stehst, ne? Außerdem tragen wir bestimmt einen Helm zur Sicherheit. Jetzt bedeutet, du kannst Deutsch in Schrift und Sprache und hast absolut keine Probleme, Text und Sprache zu verstehen. Behördentexte, Gesetzestexte inklusive. Da muss man studiert haben, oder? Oh, mein Englisch ist safe C1. Also Probleme mit dem Selbstvertrauen hat der Dungeon noch nie, oder? Englisch braucht man auch gar nicht. Wer braucht denn schon Englisch? Dungeon, wer braucht denn schon Englisch? Hättest du mal lieber Französisch gelernt, dann könntest du dich mit dem Kanadier und mit Franzosen unterhalten. Und glaube auch ein bisschen Portugiesisch. Ah, na, ein Glück bin ich hier gesichert. Hier gibt's Öl. Ist da meins?
Hätte ich ein bisschen mehr von oben runtergefallen? Niedrig legierter Strahl. Was ist denn Roberico? Okay, das sind Verträge, die kenne ich gar nicht. Wahrscheinlich sind das ja Allgemeinverträge. Holz. Because your English is under all pick. My lovely Mr. Singing Club. But I think the pick is whistle, oder? Or? You know? Nicht entriegelt. Okay. Also, ich könnte... Wir können ja hier hochspringen, das heißt... Wobei ich gerade überlege, wäre es nicht vielleicht clever, wenn wir von oben anfangen und uns nach unten arbeiten? Das dürfte Kunststoff sein, ne? Aber eigentlich wollte ich hoch. Oha. Ich glaube, für Altpapier gibt's nix. So, was denn das hier? Eine Seilwinde. Mr. Jimmy, ne? Hä? Herr Je? Ne, Herr... Heißt sie nicht Hermine? Von haariger Potter. Sie müssen dieses Teil zuerst runterdrücken. Du meinst mit dem Hammer? Wiegt doch nix. Du A1 Deutscher, Herr Jemine. So, wir haben gesagt, wir fangen von oben an. Das heißt, wir trümmern die jetzt alle weg hier. Wir machen jetzt Trümmerschaden. Warte, da ich das, ich bin krank, offiziell.
Wohl können Dinge kaputt gehen, wenn die von oben runterfallen? Vielleicht soll ich den anderen Raum auch nochmal durchsuchen. Hier gab es auch noch einen Eingang, ne? Auf der Seite. Hier, guck mal. Vielleicht gucke ich erstmal hier noch rein. Was ist das denn? Ah. Herrje Mine. Lass mich hier rein. Den Hammer weg. Monitor ist bestimmt Plastik. Wird schon wieder finster. Haben wir denn kein Licht? Nacht aktiviert. Nee, wo ist denn? Okay. Dann nicht. Ah, V. Ich sehe gerade. Wird mir links alles angezeigt. Also Loch. Aha. Könnte Plastik sein. Okay, hier ist getrennt. Hier unten waren wir, glaube ich, drin. Die Tür kriege ich nicht auf. Irgendwann muss sie doch zugemacht haben. Okay. Nicht den Riegel stand da. Ja, ich glaube, dann können wir tatsächlich von oben abreißen. Was spielt ihr denn so momentan?
Okay, müssen wir kurz was testen. Mein Greenscreen hat ein bisschen gekriselt. Ich habe mir ja versehentlich umgekippt. Kriselt ja immer noch, wenn ich das Licht aus habe. Nee, nur früh. Deafblind, du bist also taubblind. Wenn du das Spiel mit deinen eigenen Worten erklären müsstest, für einen Dreijährigen, oder einfach nur das Genre. Ach ja, stimmt. Tannis spielt. Tannis. Tannis spielt ja Tennis, ne? Simulator. Eine immersive Simulation, die dich in die Schuhe eines Taubblinden hineinversetzt. Also, schwarzer Bildschirm, ganzes Wochenende. Was aber viele nicht wissen, du musst zum Ziel laufen, ohne zu sterben. Also ein Horrorspiel. For the best experience we recommend using headphones or earplugs along with a blindfold unless you already are deaf and or blind. Ah ja. Ist ja fast wie mit Lenkrad spielen dann. Ja, es ist halt halb VR. Oh.
nicht so weit. Tatsächlich. Immerhin ist es kostenlos. 49,99 Rollstuhl-DLC kommt noch. Und finde ich ja nicht immer diese bescheuerten Spiele. Also gut wie nie die guten. Was gute Spiele angeht, hast du ja auch einen außergewöhnlichen Geschmack, Liam. Da rankomme, ist schon heiß. Aber das hat noch einen Unterboden. Serum. Habe ich, glaube ich, gesehen, dass das der ein oder andere Streamer drin hatte. Aber ihr habt alle Soul Mask jetzt eingetragen. Ja genau, hier ist ein doppelter Boden. Außer er hier. Na gut, kommen wir später auch noch. Nicht entriegelt. Ich entriegle dich gleich mal. Schlechte Position des Trucks. Serum habe ich angefragt. Das war das nicht. Was war denn das? Horror war es nicht.
Ups. War ich das etwa? So ein bisschen Open World Survival mit Fallout Stalker Flair. Nichts zu scannen. Ach so, ich kann da drauf gucken. Eisen 150 Kilo, 800 Kilo, hä? Egal. Jetzt werden wir. Wo war das hier? Wahrscheinlich von unten dann, ne? Was ist das für ein Kram? Egal. Wir Trennschleifen erstmal. Ich hätte vielleicht bei diesem irgendwas mal anfragen sollen. Wo es die Demo gab, wo du 14 Tage Ingame spielen kannst. Da war doch auch der Release demnächst. Irgendwas, warte. Müsst ja in meiner Wunschliste irgendwo mit oben stehen, bei hinzugefügt. Oh, Eden Curve, das neue Müllauto. Aska. 20. Juni. Na gut, ist noch ein bisschen hin. Ist noch ein bisschen hin bis 20. Juni. Und 20. Juni bin ich bei List 1. August. Oh, was? Saloon Simulator Prolog. 5. Juni. Hotel Business Simulator 4. Juni. Ich glaube, ich habe da ein bisschen was an Simulationen. Wurde eingeladen zu einem Spiel, das wie Shadows of Doubt funktioniert, aber Dialoge KI generiert sind. Und da du voll gegen KI bist, hast du dir gesagt, nö. Ah ne, warte mal. Du meinst jetzt nicht, dass die Dialoge mit KI geschrieben wurden oder mit Hilfe von KI, sondern dass die tatsächlich von KI generiert wurden? Nee, also direkt generiert werden, also die reagieren auf das, was du sagst. Das habe ich gesehen, das könnte cool werden, sowas. Ich habe, glaube ich, auch irgendwo so ein Spiel gesehen, wo du, weiß ich, du bist, glaube ich, ein Vampir in einem kleinen Ortsteil und versuchst halt bei den Leuten ins Haus reinzukommen, indem du mit denen sprichst und die KI reagiert darauf. Du musst quasi die KI reinlegen, dass sie dich ins Haus lassen und sobald du im Haus bist, saugst du die aus. Das funktioniert auch auf Deutsch, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich weiß aber nicht, wie es heißt. Du tippst halt deine Fragen. Ich glaube, das habe ich auch irgendwo gesehen. Ich weiß nicht mehr, welches Spiel das war. Ist schon wieder dunkel, oder? Ich brauche ja echt lange hier. Kann ich das Licht gleich anlassen? Vampire dürfen nicht in Häuser rein, in die sie nicht eingeladen worden sind. Das ist richtig. Das ist richtig. Und wenn du willst, dass keine Geister reinkommen, dann musst du halt Salz um dich drum herum streuen, ne? Den Salzkreis.
Yandere AI Girlfriend Simulator. Kannst du mir noch mal sagen, was Yandere ist? Es gab doch mal so ein Yandere-Dingsbums, oder? Der ist doch überall verboten. Also, auf Twitch meine ich. Mit überall. Das war doch das Spiel, wo du als Schulmädchen hast du andere Schüler und Schülerinnen gekillt oder so. Irgendwie war das doch. Lia ist Yandere. Escape Room. Game with a Yandere AI. Girlfriend who is integrated using ChatGPT. High intelligent AI NPC. You can discuss any topics you want with her and find a way to escape her room. Ach, die hatte ich eingesperrt. Also ein Escape Room ohne Rätsel, sondern wo du mit Dialog entkommen musst. Alter Staff. Alter Staff. Oh, nichts. Mir fällt das gerade auf. Ein Glück brauche ich hier auch keinen Sprit oder irgendwas für die Maschinen. Da war doch auch irgendwas, dass irgendwas alle ging. Okay, wo kriege ich das Kunststoff her? Dieser Vertrag da oben, der ist doch nur für dieses Schiff gültig. Wo soll denn noch Kunststoff sein? Ja, aber leider ist die Spielzeit limitiert, da du nur 1000 Token bekommst für die Chat-GPT-API. Weil sie kostenpflichtig ist. Das Problem ist doch, wenn es die Chat-API ist, dann spielt doch jeder mit derselben API. Und eine KI ist doch dazu da für dich, weil die KI schon Tricks drauf hat oder kennt. Also bezahlst du Geld für ein Produkt, dass der, der das Produkt macht, nicht mal das Produkt selbst vollständig besitzt? Ist bestimmt kostenlos. Neunundneunzig.
Wahrscheinlich hat der Entwickler das Spiel auch noch von ChatGPT schreiben lassen. Der misst an LLMs. Leck mich am Arsch? Nee, LLMs. Das heißt doch M&Ms. Kannst du nur hosten und auf dem eigenen PC laufen lassen? 99% der Spieler unmöglich. Dann darf man das nicht kaufen, oder? Large Language Models. Würde selber hosten und das Spiel im Abo-Format verkaufen, um Kosten zu decken. Ja, wer das macht, für so ein Spiel ein Abo? I don't know. Weiß nicht, ob das funktioniert. Also ob da genug Leute, also ob sich das finanziert dann. Danach müssen wir noch mit dem Hammer durchhuschen hier. Auf lange Hinsicht sicherlich besser als einmalige Zahlung. Ich kann ein LLM hosten, aber damit ist mein PC am Limit.